Ahu, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Oceanhorn 2 mit euren Merrick Vikings. Und gestern haben wir Boss Kissinger, mehr oder weniger wieder zurück in seine Pool verfrachtet. Er ist besiegt worden, ist jetzt in der Weißen Stadt. Die Belohnung müssen wir uns heute abholen, denn wir gehen heute in die Weiße Stadt. Nachdem wir ja nicht mit dem Zug fahren können, der da hinten noch in der Ecke liegt, der ist irgendwie entgleist oder irgendwas ist da passiert, müssen wir das Ganze zu Fuß machen. Gestern sind wir dann auch schon auf dem Weg gelaufen und haben hier dieses Observatorium gefunden und sollen jetzt schauen, dass hier irgendwie der Beobachter zu finden ist. Der ist nämlich verschwunden. Also davon gehen wir von der Notiz aus, die er geschrieben hat. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier nicht sterbe. Hallo? Okay, wir haben wirklich keinen Fall Damage. Ich find's cool. Ja, und das hat man ja gestern schon die ganze Zeit, dass uns hier die ganzen Jungs hier verfolgen. Ja, ist doch in Ordnung, das lasse ich jetzt liegen. So, da oben haben wir auch noch so eine runde Plattform, aber ich weiß nicht. Mein Pharaoh ist nicht weit von hier. Wir sollten es mal besuchen. Aber jetzt ist nicht die Zeit. Ja, aber wenn es doch nicht weit weg ist von hier, warum gehen wir denn nicht hin? Nach Pharaoh. So. Genau. Wir sind fast da, glaube ich. Alles zu Fuß in die weiße Stadt. Ich würde ja gerne, aber es geht ja nicht, ne? So, hier ist auch wieder ein X. Was hat das X zu bedeuten? Überall sind X, auch da unten am Wasser sind X. Diese sind die alten Aquaducts. Und da oben ist Lake Tika. Named after the towering mountain behind it. Er hat es aber auch wissen wollen jetzt hier, oder? Alte Archidukte. Aquadukte, Archidukte. Ich habe so das Gefühl, die werden immer stärker. Okay, das sind die Aquädukte hier, die alten. Irgendwas passiert doch hier oben auch noch. Kann ich mich hier hochziehen? So, da ist ein Tunnel, der ist zu. Jetzt gucken wir mal kurz, ob wir durch den Tunnel können. Wenn nicht, müssen wir außen rechts rum. Da hinten steht jemand. Wenn ich das richtig deute, hinten rechts. Oder ist einfach nur ein Baum? Können wir hier rein? Nee. Okay. Dann gibt es ja nur den Weg vor uns. Da steht keiner, jetzt einfach nur ein Schild. Naja. Ein Schild steht dort. Das ist doch die weiße Stadt hier, oder? Das ist doch der Hafen. Was haben wir hier? Lesen. Weststraße zum Ursprung. Oststraße nach Pharaoh. Osten? Norden? Wenn das Norden ist, ist das doch Osten. Wo ist denn hier eine Weststraße? Ist Pharaoh da hinten dann, oder was? Lass mich mal kurz auf die Map gucken. Ja, so rechts hinten müsste dann Pharaoh sein. Okay, wir sind jetzt aber auch gleich am Hafen. Der Tickersee. Nicht der Tiki-Taka-See, sondern der Tickersee. Ist der Nachbar, der kleine Bruder vom Tiki-Taka. So. Ja, dann sind wir jetzt hier am Hafen. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich mit dem Boot in die weiße Stadt fahren, oder? Jetzt kommt gleich wieder irgendwas. Möwe. Okay, jetzt müssen wir mal den Eingang finden hier. Denn ich glaube nicht, dass wir hier einfach so unten runter durchkriechen können. Okay, krass. Jetzt sag aber nicht, dass wir die ganze Zeit hier unten durchlaufen müssen. Wir müssen nach links. Wie komme ich denn hier rein? Da unten ist der Tunnel und da wären wir jetzt angekommen. Das Ding ist, hier ist alles abgeschirmt. Gab es da unten einen Eingang? Weil wir müssen ja auch da unten hin. Laut Westmarker müssen wir nach rechts. Das wäre aber nicht typisch, wenn wir mal wieder am Eingang vorbeilaufen, ne? Das kennt man ja auch schon. Ja, ja, du hast recht. Ich weiß, du hast es gesagt. Die weiße Stadt, Hauptstadt Arkadiens. Wir sind da. So klein ist sie eigentlich. Guck mal. Wir sind aber da. Servus, da sind sie wieder.
So, erzähl, was ist passiert? How did it go, son? Wie ist es euch ergangen, mein Sohn? Wie soll es denn schon ergangen sein? Ja, wir konnten das Emblem der Erde zurückbringen. Das ist in Ordnung, wir müssen ja nicht rumjammern, ne? It's great to hear that. This gentleman here needs to speak with Trin. Okay. Trinity, you are summoned by Archimedes. You must come to the palace immediately without delay. Trinity heißt, aha, nicht nur Trin. I will come at once. See you later, guys. Mach gut. Let's go to my study and rest tonight. Ja, vor allen Dingen, du musst dich ausruhen. Den ganzen Tag hier gewartet auf mich. So, jetzt gehen wir aber erstmal kurz gucken, zwecksmäßig den ganzen Quests hier, ne? Warte mal. Untersuche den Großkern. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Hä? Ach. Das ist da drinnen. Da brauche ich noch nicht hin. Hier hätte ich irgendwas. Der Großkern. Komm, wir gehen mal rein in den Großkern. Der Großkern. Den sollen wir ja untersuchen. Dann machen wir das. Ist eine Nebenquest. Aber wir haben ja Zeit. Können wir hier was kaufen? Was bräuchte man denn eventuell? Feuer wäre gut. Hast du Feuer? Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Okay, wir müssen nach rechts. Der Großkern. Ja, aber hier werden doch keine Feinde sein, oder? Das Schild. Was du vor dir siehst, ist das Schild Kronos. Dieses legendäre Schild wurde eingesetzt, um Arkadien im ersten Düstervolkkrieg zu verteidigen. Archimedes ist auf der Spitze einer der Festungen am Strand gestiegen und lenkte das Sonnenlicht um, sodass er die feindlichen Schiffe niederbrennen konnte. Dasselbe Reflektiv-Technologie des Schildes wurde auch in den Todesstrahlen der lebendigen Festung eingesetzt. Sehr gut. Ach, das ist jetzt einfach so ein Museum, oder was? Ja, cool. Okay. Wir haben auf jeden Fall den Großkern Schatztruhenschlüssel. Den müssen wir finden. Schauen wir mal. Muss ich gerade mal gucken, ob ihr überhaupt da seid. Nicht, dass ich hier alleine wieder durchrenne. Ja, aber wohin? Okay, anscheinend hier runter. Mit der Gurke, die da steht, mit der rede ich nicht. Die quatscht uns so wieder ein Ohr ab. Oh, wow. Aufzug. Bisschen aufgeregt hier, die Jungs, oder? Die Boys. Da dürfen wir nicht rein, obwohl wir eigentlich da rein wollen. Dann gehen wir erstmal hier hin. Hier geht's wieder... Nee, warte mal, hier ist doch das Schlüssel. Geht's hier... Ja. Ach, guck. Eine Halskette haben wir gefunden. Okay. Du hast deine Perlenkette gefunden, dabei bekommst du 75 Münzen. Ja, aber das war's für mich noch nicht, glaube ich. Hast du Feuer? Oh, Energie nehmen wir mit. Jawohl, dann sieht das schon mal gut aus. Jetzt wäre noch Feuer geil. Aber wir haben noch nicht alles entdeckt. Noch mal kurz gucken, wenn wir jetzt da lang laufen, müssen wir rechts laufen. Ja, aber das wäre ja dann da oben, weil hier komme ich ja nicht rein. Und hier oben kann ich bestimmt nichts machen. Hier können wir hochgehen, aber das glaube ich nicht. Vielleicht reden wir kurz mit einem, mit dem können wir gar nicht reden. Hier ist ein Hebel. Ah, ich dachte, da geht's vielleicht runter. Jetzt sei doch mal ruhig. Gibt's hier noch einen zweiten Gang? Wir sind jetzt hier. Da haben wir die Schatztruhe. Wir müssen hoch. Hoch und dann
Ist zu. Aber warum ist zu? Wir sind jetzt hier in dem großen Raum und dann ist Ende. Da unten drunter ist was. Seht ihr das? Ach, das ist Wasser. Wir sollen vielleicht doch mit ihr reden. Warte mal. Sieh dir die weiße Stadt an, die Perle Arkadiens. Ich bin in Faro aufgewachsen. Aha, du auch. Einer abgelegenen Stadt im Westen. Aber jetzt kann ich mir gar nichts mehr vorstellen, woanders als hier zu wohnen. Im arkadischen Tarok können die meisten Karten von Gegnern gewonnen werden. Aber es gibt einige seltene Karten, die in der Welt vor verloren gegangen sind. Das war jetzt nicht dein Ernst. Angeblich müssen wir hier lang. Wieso ist das Schild jetzt weg? Nee. Entweder können wir noch nicht. Oder vielleicht können wir doch. Guck dir das an, ey. Ihr Säcke. Ihr Säcke. Die habe ich wieder nicht gesehen, ne? Der Großkern. Ich glaube nicht, dass uns hier Feinde irgendwie begegnen sollten, könnten. So, hier müssen wir schwingen, denke ich mal. Ja. Boah, das hätte aber auch jetzt richtig böse schief gehen können. Der Großkern, Hauptstadt Arkadiens. Wenn sich das hier nicht lohnt, Freunde, dann bin ich aber auch pissig. Oh, wow. Oh, wow. Eieiei. Ist hier was zum Schwingen? Wie viel sind wir? Ich bin komplett alleine, oder was? Das ist doch aber auch Blödsinn. Wo sind meine Kumpels jetzt hin? Ich komme doch nicht hier rüber, oder? Ja, nee, locker nicht. Ja, aber vielleicht passiert hier gerade irgendwas. Okay. Zweite Plattform, alles klar, wir müssen wieder hoch. Alter Fritz! Die Sauratte! Wechselt die einfach! Okay, pass auf, jetzt Jump and Run spielen. Und ich denke mal, wir werden an jedem Punkt eine Vase finden. Einfach nicht runterfallen, dann ist das eigentlich in Ordnung. Es ist machbar. Okay, das ist Place Number One. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. So, nächstes. Ja, das war easy. Oder auch nicht. Das war easy, sagt er und fiel herunter. Boah, der sieht schon geil aus. Ist schon cool gemacht, ne? Was ist das da oben? Drohnen? Greifen die uns an? Mama. Oh, fuck off. Hast du gut gemacht, Digga. Jetzt überleg mal, ich ziehe mich da an die Dinge ran und falle hier ins Nichts. Das wäre natürlich auch, das war wieder gewollt so, die Aktion. Oh. Warte, komm her. Oh, warte. Das war ein großer. Wow, wow, wow. Eieiei.
Guck sie dir an, das sind große und kleine. Aber wir haben sie. Die Sicherheitsdrohnen. Okay, hier haben wir Symbole jetzt. Jetzt heißt es Rätselraten hier, oder was? Im Großkern. Warum mache ich eigentlich diese Nebenquests? Okay, ich soll bestimmt das drücken. Maybe. Ach du Kacke. Nee, ne? Da war ich aber voll zu langsam. Es hat aber gespeichert. Aber es ist machbar. Wir müssen dann rollen. Okay, das ist ein Dreier. Zieh! Ist klar. Warte, nee, das war gefettfingert, das kannst du knicken. Das ist eine stachliche Angelegenheit hier, hä? Das sind so richtige kleine Lara Croft-Vibes. Guck dir das an. So, die Säule haben wir weg. Jetzt müssen wir nur zurück und wieder hoch. Wenn wir jetzt draufgegangen wären. Ich heil mich mal kurz. Vielleicht hätte man es auch geschafft. Wenn ich full life gewesen wäre, aber das glaube ich nicht. Wie sehen wir aus? Zeitlich sehr gut. Der Großkern ist unser. Noch nicht, aber gleich. Kann ich gar nicht aufheben, weil ich full bin. So, jetzt müssen wir nur die Tür aufmachen. So, den Weg da rein haben wir schon. Jetzt müssen wir die Quests hier machen. Und das wird genauso... Stimmt genauso scheiße. Ja, guck mal. Boah, das sind doch jetzt aber vier, oder? Ist aber okay, ist machbar. Wenn du den Sinn verstanden hast von manchem hier. Ja, awesome. Jetzt haben wir das Glück gerade ein bisschen herausgefordert, kann das sein? Aber hey, alles cool. So, die Tür ist offen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch mehr... Oh, nee. Das hasse ich ja, ne? Was ich gerade gesehen habe. Bewegliche... Plattformen, wo du timen musst. Und wir wissen ja, dass unser Männchen nicht gerade so der schnellste Springer ist. Oder mal zu weit springt oder überhaupt nicht springt. Gott. Okay, wir kriegen das hin. Hier wieder Munition. Leben ist immer gut. So, rein geht's. Da oben müssen wir drauf schießen. Boah, ist das eklig. Alter, wir fahren. Was machen wir? Wir fahren tatsächlich. Was ist hier? Ah, wir sterben. Oh, das ist mies. Das war mies jetzt. Geht das wieder zu? Hallo? Mein Gott.
Warnung, ich bin ein Seilbahn. Ach nee. Komm, fahr. Ist das gemein. Boah, das ist schon beklemmend irgendwie. Wenn sich alles bewegt. Boah, das ist komisch. Jetzt müssen wir bestimmt nach rechts schießen. Halt! Oh, das konnte ich nicht. Das konnte ich jetzt aber nicht ahnen. Ey, es tut mir jetzt leid, was da jetzt gerade passiert ist. Wir machen das nochmal, ja? Du kannst? Nee, war richtig. Ich habe das Dreh nicht gesehen. Was war denn jetzt? Wie denn? Warte mal. Ist doch gut, dass du jetzt schon drauf stehst. Junge, wenn du nicht triffst. Keine Munition mehr. Auch wenn wir sterben, bleibt es. Das ist natürlich richtig dumm. Okay, wir sind jetzt wieder da, wo wir hinwollen. Alles gut. Was war das? Nee, mach's jetzt nicht. Nachher verschießt du, du hast nur noch zwei Missionen, zwei Dinger, dann ist nämlich auch rum. Dann können wir wieder sammeln gehen. Oh, es hat ge... Nein, es ist zu! Okay, Freunde, das ist jetzt ungünstig. Ich habe keine Munition mehr. Bist du kaputt? Ja, danke, dass du keine Munition droppst. Wo war hier irgendwas? Munitionmäßig ist. Zwei sind sehr gut. Jetzt haben wir wieder 13. Okay. Es ist offen. Da müssen wir jetzt auch nichts machen. Passt. Die kommen uns hinterher. Wie schlecht wird zu schießen? Jo. Aber es ist noch zu. Was ist das? Was ist das denn? Warum? Das sind drei! Habt ihr die gesehen, die drei? Nee, ne? Okay, das ist gleich. Ist das ein Scheißrätsel? Wo ist denn sein Hitpoint? Okay, ist offen. Boah, wenn jetzt nichts mehr passiert, ist alles gut. Jetzt lassen wir auch so, dass nichts mehr passiert. Da oben ist nochmal eine Drohne. Die kann uns noch mal wehtun. Wenn es nicht sogar zwei sind, guck mal.
Die ist down. Sind tatsächlich zwei. Okay, sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Sehr cool. Wir müssen den ganzen Weg aber auch wieder zurück, ne? Oh, wow. Wir haben's nicht. Wir haben hier noch Rätsel. Okay, hier bin ich safe oder was? Maybe. Das ist ja überhaupt nicht lieb hier. Okay, ich bin drauf. Ich habe das erste Tor offen. Entgegengesetzt von uns. Naja, musst ja nicht die Abkürzung nehmen. Nimm ruhig den langen Weg, ist ja kein Problem. Boah, was ist denn das für ein Riesenteil hier? Da oben ist eine Kiste. Okay, wenn es sie erwischt, sind wir down. Langsam. Ja, na super. Wenn du keine Munition, wenn du nichts mehr hast. Okay, die haben wir aber so weg. Awesome, sehr gut. Nee, hast du nicht. Okay, wir sind oben bei der Kiste. Wir sind überall die Viecher. Ja, ich kann es ja nicht ändern. Ich hab. Schreit doch nicht rum. Ich hab doch nichts hier, Mensch. Ich würde ja gerne, aber es geht ja nicht. So. Haben wir Schuss hier? Möglichkeiten? Ein Schlüssel. Klasse. Den Prototypenbehälter haben wir aufgemacht. So, wir gehen gleich hier links runter. Bin ich froh, dass wir kein Fall Damage haben oder den gut gelevelt haben bisher. Der Move war mal gut, bitte. So. Okay, so kriegt man auf jeden Fall weg. Okay, wir brauchen nicht wirklich Schuss. Das ist jetzt wieder viel zu einfach. Können wir nochmal? Können wir nochmal? Ja. Zwangsweise kommen sie runter, das ist in Ordnung. Der war aber voll daneben. Ich muss sie wegmachen. Einmal getroffen. Nee, gar nicht getroffen. Ja, komm, nee. Dann darfst du darfst leben, hast du dir verdient, du darfst leben. Hier geht's jetzt gleich direkt rein. So, Mama Magdalena. Alter, gut getrennt. Hat hier nochmal einen abgedrückt hier, hast du es gesehen? Der Großkern ist wirklich groß. Also muss man wirklich sagen, okay, ich glaube hier passiert irgendwas. Das ist zu einfach. Wir brauchen Strom hier. Und wir haben 7 Mal. Gut, dann haben wir es gekauft. So, da wissen wir ja, wie es funktioniert.
dahin schieben, wo der Strom ist. Ja. Weil wir so groß sind, so schön sind, so schlau sind. So. Ey, wenn sich das hier nicht lohnt, vielleicht wären wir jetzt Cyborg oder so. Das wäre cool. Halt. Warnung. Warte, bis die Seilbahn durch das Gebiet gefahren ist. Alles klar. Oh Gott. Wie fahren wir denn? Von links nach schräg? Hier kommt doch irgendwas. Boah, ich sag's da noch. Du musst treffen. Glaub mir, wenn ich sage, du musst treffen, aber es kann, es geht ohne. Okay, das sagt ja nicht umsonst, warte. Wir warten. Wenn wir das alles wieder zurück müssen. Es geht ja gar nicht mit der Seilbahn. Wie fährt der nur nach unten? Wir können ja nicht nach oben hüpfen. Boah, wie Gras. Ich sage aber nicht, dass wir das heilige Schild hier kriegen. Das ist die letzte Truhe. Nicht, dass wir jetzt einen Schlüssel hätten finden müssen. Okay, ich glaube, wir müssen außen rum. Wir müssen noch irgendwas hitten. Ja, guck mal. Aber wir haben es gleich. Der ist hundertprozentig noch richtig fett bewacht hier. So, wir brauchen Strom hier unten. Ich hüpfe jetzt, ja? So, wo ist der Point? Der ist hier rechts. Sehr, sehr cool. Das Schlimmste war der Anfangsweg, wo wir die ganze Zeit runtergehüpft sind. Boah, bin ich froh, wenn wir hier durch sind. Haben wir die Nebenquest der Großkern erfüllt. Jetzt können wir uns auch wirklich ausruhen. Jetzt haben wir auch jetzt wirklich gewirtschaftet und gearbeitet. Wir haben das Schild. Du hast das Schild von Kronos V1 erhalten. Es ist ein Prototyp des Schildes, der im Ausstellungsraum oben aufbewahrt wird. Obwohl er bei den berühmten Belagerungen der Weißen Stadt nicht eingesetzt wurde, ist er genauso mächtig wie sein goldenes Gegenstück. Das Schild lenkt Beschuss ab und schützt seinen Träger vor Lasergeschütztürmen. Wie gut! Boah, wir sind raus. Wie auch immer wir hier rausgekommen sind. Halala. Wir sind wieder reingelaufen. Hä? Hör auf jetzt. Wir müssen jetzt nicht alles wieder zurück. Ach, komm, ey. Wilhelm. Ich will wieder nach Hause. Okay. Wir gehen jetzt noch zusammen raus. Mal gucken, was passiert. Und dann gehen wir rüber in die nächste Folge. Und dann gehen wir uns erstmal ausruhen. Wir kommen hier aber irgendwie raus, ne? Ohne, dass wir jetzt hier zerfetzt werden oder so. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. Hallo. Das ist doch Müll hier.
Kommst du mal bitte wieder runter? Weil hier waren wir. Jetzt sind wir ja drin im Großkern. Das kann ja gar nicht sein. Wir müssen schon die Richtung hier laufen. Ihr Lieben, ich würde sagen, ich suche den Ausgang und wir treffen uns morgen vor dem Großkern. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.